Ich hätte mich völlig verausgabt. Wenn ich 2 Wochen weitergemacht hätte, wäre ich gestorben. Das ist eine Frage, die mir wirklich ein Anliegen ist, die auch zu beantworten, weil es 2 Leben gab von Bodo Schäfer. Das erste, da war er unfassbar arbeitseifrig bis 39 und dann bin ich krank geworden. Und krank heißt, ich war 1,5 Jahre krank und da war ich teilweise nur 2 Stunden am Tag halbwegs wach, den Rest lag ich irgendwie im Bett und war sowieso ein Gemüse platt. Ich hatte mich völlig verausgabt, wenn ich 2 Wochen weitergemacht hätte, wäre ich gestorben. Und deswegen ist es mir ein Anliegen, jedem zu sagen, es geht nicht nur darum, was du machst, also deine Leidenschaft zu finden, sondern es geht auch darum, dass du weißt, wie viel du davon machen solltest in deinem Leben, sodass du glücklich bist und so lebst, dass du stärker wirst und nicht schwächer. Und seitdem ich dann wieder gesund geworden bin, ich bin danach dann nochmal krank geworden, das war aber dann einfach Pech, das kann ja auch mal passieren, da war eine OP schiefgelaufen, dann musst du einfach für dich einen Weg finden, herauszufinden, was für dich gut ist. Mein Weg war, dass ich nur noch 4 Stunden seitdem am Tag arbeite. Als ich wieder gesund wurde, weil nicht mehr möglich war, und dann, als mehr möglich war, habe ich dann gesehen, nee, das ist mein Weg. Warum? Weil ich sehr gerne Lehrer bin, aber noch lieber bin ich Schüler. Also die andere Zeit, ich brauche 4 Stunden am Tag, um zu lernen. Weil dann bin ich glücklich. Früher, wenn ich ein 3-Tage-Seminar gemacht habe, habe ich das natürlich von der ersten Minute bis zur letzten selber referiert. Und ich habe die Seminare bis nachts 12, 1 Uhr gemacht. 3 Tage am Stück und ich hatte 0 Energieprobleme. Ich habe dann gesagt, wer da müde wird, der isst nicht richtig, der atmet nicht gut. Ich habe mit denen Atemübungen gemacht, ich habe denen beigebracht, was sie essen sollen, damit sie das durchhalten. Und die saßen nur da und ich habe geredet. Das war überhaupt kein Problem. Und dann habe ich einen ganz großen Paradigmawechsel gehabt und habe gesehen, ich muss es nicht selber machen. Und dann kam der nächste Paradigmawechsel, ich darf es nicht selber machen. Denn wenn ich alles selber machen will, wachsen wir nicht. Und dann mache ich die Fehler, statt sie andere machen zu lassen. Und wenn andere Fehler machen, können sie lernen und wachsen. Und heute ist es so, dass wir das, was wir in der Bodo Schäfer Akademie machen, niemals machen könnten, wenn ich nicht mich entschieden hätte, im Winter in Florida zu leben und nur 4 Stunden am Tag zu arbeiten. Weil dadurch Menschen verantwortliche Bereiche übernehmen, in denen sonst ich stümperhaft versucht hätte, irgendwas zu regeln. Und so können das jetzt Leute, die viel besser sind als ich. Und du sagst, wer kann dir Ordnung machen? Wenn du meine Assistentin hättest, die kann das 10-mal besser als ich, die hält mir komplett den Rücken frei. Dann habe ich einen persönlichen Assistent, der einfach nur hilft, dass es uns in unserem Haus gut geht. Fürs nächste Haus suchen wir jetzt auch gerade einen, dass pro Haus immer so einen hast, der richtig gut aufpasst. Du musst und darfst die Dinge nicht selber machen. Entwickle das Unternehmer-Mindset. Unternehmer-Mindset ist, schaffe ich gerade eine Pipeline oder schleppe ich Eimer? Und frag dich konsequent, jeden Morgen, was habe ich heute zum letzten Mal selber gemacht? Wachs langsamer. Aber bilde Leute aus, finde Leute und bilde sie aus, die besser sind als du in den einzelnen Bereichen. Und du hast mehr Freiheit. Und es ist für die Leute schöner, mit dir zu arbeiten, weil sie selber Verantwortung haben, weil du ihnen vertraust. Wirst du Enttäuschungen haben? Ja. Werden Fehler gemacht? Ja. Wird es ohne dich funktionieren? Genauso ja. Wenn du es richtig machst. Sollte ich nach Fähigkeiten suchen oder nach Einstellung? Natürlich nach Einstellung, nach Mindset. Jemand, der die gleichen Werte hat, beibringen kannst du dem das. Higher skills, don't hire skills, higher attitude, sagen die Amis. Stelle jemanden ein mit der richtigen Einstellung, suche nicht die Fähigkeit, das kannst du ihm beibringen. Aber Fähigkeiten kannst du beibringen, aber Mindset nicht. So, du hast viel jemandem beizubringen, aber der muss die Einstellung haben, dass du siehst, dass der das auch aufsaugen will. Dann wirst du dem auch was beibringen wollen. Und dann wachst lieber ein bisschen langsamer, denn die Wachstumskurve ist
Die Wachstumskurve ist einfach so. Diese Vorbereitung musst du treffen. Und irgendwann kommst du an den Punkt und dann geht's nach oben. Und die meisten wollen so wachsen, um zufrieden zu sein oder wenigstens so. Das ist aber so nicht. Du musst die Vorbereitungen treffen und wenn du die hast, gehst du durch die Decke. Wir haben jetzt in den ersten 4 Monaten Wachstum gegenüber den ersten 4 Monaten aus dem Vorjahr von knapp 50% in der Bodo Schäfer Akademie. Warum? Weil wir diese Vorbereitungen getroffen haben. Und weil der Laden ohne mich funktioniert. Ja, an den Punkt kommst du immer wieder, außer du machst irgendwann die wichtige Unterscheidung zwischen Geschäftsführer und Unternehmer. Geschäftsführer und Unternehmer. Der Unternehmer, irgendwie kann man nicht richtig lesen, also da ist ein U, das Licht blendet da drauf. Der Unternehmer ist außerhalb der Firma, hat ganz bestimmte Aufgaben, aber die Firma wird geleitet und geführt von Geschäftsführern. Und seit vielen Jahren bin ich nicht Geschäftsführer. Und ich mische mich da auch nicht ein. Ich bin Unternehmer. Wir haben 2 Geschäftsführer, die machen das operative Geschäft. So, um jetzt zu sagen, um dir klar zu machen, warum das Modell so wichtig ist zu verstehen, dass das nicht eine Person machen sollte. Der Unternehmer stellt das Geschäftsmodell in Frage und will es neu machen. Der will mit der Zeit gehen, die besten Verfahren nutzen. Der Geschäftsführer will das Bestehende immer weiter verbessern, der hält aber daran fest. Deswegen ist das ein Widerstreit. So, und es ist wichtig, diese unterschiedlichen Aufgaben von Geschäftsführern und Unternehmern zu verstehen. Du wirst ja immer wieder an den Punkt kommen, an dem du gerade bist, bis du verstehst, dass du dich als Unternehmer rausziehst und einem Geschäftsführer die Verantwortung überträgst. Dann sagst du, oh, dann bricht mir der ganze Laden zusammen, das kann nur ich. Alle großen Firmen haben das geschafft. Das ist die große Aufgabe, die du schaffen musst. Wie machst du das? Du suchst dir 2, 3 Leute, die du dir in dieser Position vorstellen könntest, arbeitest mit denen und schaust, welcher von denen ist es. Schaffe Systeme und plane Urlaube, in denen du 3-mal im Jahr nicht da bist. Und überall, wo es da nicht funktioniert hat in der Zeit, wirst du dann Leute finden müssen, dann weißt du es ganz klar. Aber es kann nicht sein, dass der Laden nur läuft, wenn du da bist.